willkommen bei Captain Zell in der nächsten Runde. Borderlands Pre-Sequel mit Rodanos und dem Bodade. Und wir gehen jetzt zu Helios. Oder werden wir uns jetzt teleportieren? Welches nehme ich? Bist du soweit, Rodanos? Jetzt guckst du nicht nochmal rein, während wir... Ja, geh los. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Was für eine Waffe nehmen wir denn jetzt mal? Waffe. Wo sind die denn alle? Mist, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite der Helios. Mist, die Schnellreisestation hat uns anscheinend getrennt. Das ändert aber nichts am Plan. Geh zur Kommandozentrale des Auges der Helios, deaktiviere den Laser, ohne ihn zu beschädigen, rette den Mond und werde für immer zum Helden. Klingt das gut? Natürlich klingt das gut. Das ist ein Plan. Okay, da steht überall jetzt Stahl und sowas. Ein paar Tote. Was, ein paar Tote? Vorne am Fenster. Ach, hier liegt auch einer. Die fiese Säcke. Als ob Bakterien besser wären. Warst du schon mal hier, Rodanos? Was? Ob du schon mal hier gewesen bist? Nein, ich schon gespielt. So, zwei, drei Missionen habe ich noch gemacht und dann ist für mich auch Neuland. Sehr gut. Haben wir es ja bald endlich geschafft. Oh, jetzt hast du was aufgemacht. Wie bist du denn rübergekommen? Einfach durchgehen. Ja, rüber ich da. Oh, Mondstein, Mondstein. John, was zum Teufel soll das alles? Ich habe sie gefeuert. Sie werden mir danken, sobald die Helios wieder in Hyperions Händen ist. Und was haben sie mit der Station angestellt? Die Farbgebung ist völlig... Ja, rot und schwarz war ein bisschen düster. Gelb ist poppiger, finden Sie nicht? Außerdem, Sie können mich nicht feuern, das haben Sie nämlich schon. Und tschüss. Die Station scheint im Großen und Ganzen noch heil zu sein. Und du? Alles okay bei dir? Alles okay, hat echt Spaß gemacht. Darum ja. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Cool, wir treffen uns später, dann können wir weiterreden. Oh, next level, Sergeant, der Lost Legion. Die Peitsche. Oh, noch ein Sergeant. Ich hab hier ein Medikit für dich. Wolf, dein Auftritt! Boah, ey, ich kann ja nur mal... Zentimeter hochführen, oder was? Ja. Ist das eine Claptrap-Fabrik? Ja, die blöden Dinger gehen so oft kaputt, dass wir eine kleine Claptrap-Fabrikationsstation aufmachen mussten. Die Lost Legion hat sie deaktiviert, aber wahrscheinlich gibt's noch ein, zwei funktionstüchtige Claptraps da drin. Wie mich? Du bist keine funktionstüchtig. Du bist nicht funktionstüchtig. Werden wir gleich mal zum Altteil schieben. Na, hier sind wir durch, ne? Ja, da hinten, ja. Ist ja eine Mission. Ah, ich hab Badass rangekriegt. Hast du? Ich hab irgendein Badass rangekriegt, wahrscheinlich hier. Weil ich irgendwas machen. Wie heißt diese Station? Also, wie heißt der Bereich? Herz des Heldentums oder was, okay? Karte. Ja. Hyperion Herz des Heldentums. Trifft das Ziel auf dem Hyperium-Luftschiff. Sehr schön. Haha, hab ich. Ich hab einfach mal drauf fast gedacht, dass da irgendwas ist. Ohne, dass da, ja, ne, ihr wisst schon. Ich gebe mir mal nochmal schnell Rangpunkte. Und zwar den letzten hier. Zack. Kann ich mich jetzt demnächst für neue Sachen entscheiden. Das wird morgen früh ein bisschen wehtun. Ja. Muss ich mir mal niesen. Ups. Ich kann jetzt auch nicht so gut schleimen, ne?
Boah. Und er riecht sich wieder auf, als hätte sich die ändern. So viel zu funktionstüchtig. Huch! Klar? Nee, glaub nicht. Ich bräuchte Hilfe. Du weißt, dass du mit Sauerstoff nicht überleben kannst, ne? Okay, jetzt muss ich klarkommen. Yep. Knapp, knapp, kann schwimmen! Bodenstange. Was? Oh ja, toll. Mal auf. Jetzt hier ab. Ach, was brauchst du denn noch? Klepplos geht ab. Der Laser gefällt mir. Auf immer doch? Ja, der hier. Dann noch, Ding schauen. So, ich muss noch 4000 Dollar einsammeln, dann habe ich mir Geld gezahlt. Irgendwann werde ich auch mal so groß sein. Das nicht recht im Sinne. Irgendwann werde ich auch so groß sein. Glaubst auch nur du. Wir werden nicht in kleine. Kleine Metallwürfel pressen. Ui. Störsignal hin oder her. Boah. Diese Station gehört mir. Sie hat den Weg gesperrt. Wir kommen nicht ans Auge der Helios heran. Aber wir haben das Störsignal doch abgeschaltet. Ich. Na gut, komm wieder in mein Büro. Vielleicht können wir die Systeme von dort deaktivieren. Gott, ich hasse diese Tussi. Sie sind in der Helios. Feuer intensivieren. Ah, verdammt. Sie fokussiert den Laser. Huch! Scheiße, er lebt wieder. Eigentlich schon. Aber momentan, ich kann nicht so hoch springen, oder? Nee, können wir auch nicht, weil wir hier auf einer schwere gepackten Station sind. Ich bin ja die Schwerkraftgeneratoren angeworfen. Hier sind Automaten. Natürlich, der Rodano findet mal wieder die Automaten. Selbstverständlich. Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Viel Glück. Komm bald wieder und schau dir meine neue Waffe des Tages an. So, Sniper 203. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Nina, mach, dass du lebst, weiter. Oh, krass, hier unten ist eine fette Kiste. Komm, ich komm ja nicht hoch. Mann. Was? Wo ist die fette Kiste? Ah, hier, da muss ich runter, diesen Vorsprung springen. Ja. Ja, nee, ist klar. Alter, hier ist ganz schön verwirrend, diese Gänge. Hier kannst du überall lang laufen, ne? Ja, nicht so schön. Ja,
Nein, 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 nein! Oh, sorry. Los, auf sie! Er stirbt und sofort wieder auf den Beinen. Ja, wenn ich sterbe, lasse ich den Explosionsmurf raus. Das war ein astreiner Kill. Die rettet mich auf das. Oh, boah, ich bin gleich tot. Bist du gefunden? Du machst mich stolz da oben. Auch Munition. Kletter, produzierst du noch Munition? Ja, ich produziere noch Munition. Wir laufen übrigens in die ganz falsche Richtung, ne? Ich bin total lustig. Naja. Was ist das? Tot oder lebendig? Kai, schaffst du's? Ja, gut. Gegner, nee, sind normal. Ja, so, wir müssen ja nicht hier lang, oder? Ja. Nö, müssen wir auch nicht. Wird ja auch geklärt. Das hab ich schon zweimal jetzt gesagt, dass wir nicht lang müssen. Wollt nur sicher gehen. Ich schieße dich zum Mond und wieder zurück. Da oben auf dieses Schiff müsst ihr schießen. Wo ist das? Da, ich seh's nicht. Das da. Da. Da, diese Waffe ist scheiße zum Ziehen. Ah, ich hab's getroffen. Oh, ihr Menschen, wie ist das? Bitte treten Sie in den Scanner. Bitte drücken Sie den Knopf, um den Scanner zu aktivieren. Mach du das mal. Claptrap. Okay. Das prädestiniert sich. Registriert. Legitimation verweigert. Ja, vielleicht kannst du dich von einem Claptrap autorisieren lassen. Es müsste einer in der Nähe sein. Und, im Voraus schon. Sorry. Ich bin doch selbst ein Claptrap. Ja, du bist aber ein Fehler. Wann verstehst du das endlich mal, ey? Fehler wissen nicht, dass sie Fehler sind. Aber nie. Deine Begleiter wissen. Hallo. Aha, was ist denn das hier? Ich baue einen Bunker für den Bastille-Krieg. Warte nicht. Hallo, ich bin ein CLVP. Ja, toll. Du musst mir Jacks Büro aufsperren. Okay, ich geh voraus! Okay. Zack! Oh, ich finde es das scheiße, dass man hier nicht so schön stehen kann. Lass uns Borderlands 2 spielen, dann siehst du das wieder. Ist das die Tür? Die habe ich in 0,0 nichts auf! Ach ja, so wie das Bruder da auch machen würde. Mit einer Stahlseite in der Nähe krieg ich sie aber ganz leicht auf! War froh, wenn ich einen Claptrap sehe. Hätt's gedacht! Oh, jetzt komm aber! Ich hasse dich doch! Klimasystem überlastet! Oh, was war das? So Blaubeutel? Ja. Ja. Er hat ja schon mal gesoffen. Wir machen euch alle wieder! Mann, das tut es nicht! Klimasystem ausgeglichen. Oh, ich wollte in den Sturm machen, hätte mich hochgepustet. Ja, das wird ganz sicher klappen. Boah, geht das noch langsamer? Was machst du denn richtig?
glaube, ich hab's. Benutzt mal jemand den Scanner, bitte. Claptrap los. Claptrap macht. Zutritt verweigert. Scans ergeben. Subjekt ist eine Katze mit Geburtstagshütchen. Diese Party wird zum Schnurren. Miau. Vielleicht hab ich den Scanner verstellt. Gib mir noch etwas Zeit. Jetzt wird es wirklich beeindruckend. Hey Leute, lasst uns miau. Ich meine, feiern. Mein Gedanke dazu ist, Mein Schild ist im Ehrenfall der Lichten! Was los, Bordade? Du bist immer der Scanner. Muss sehen, was kommt. Ich mach schon. Zutritt verweigert. Scans ergeben. Subjekt ist ein rassistischer Hotdog. Du schaffst es. Besser als ich? Verflixt! Ich war mir sicher, der Rassisten-Hotdog-Tag würde klappen. Was soll's? Probieren wir's nochmal. Leute von Rasen hier! Moos trägt den Toxikaner! Ey, hol dich doch rein, alle Vögel fliegen auf! Was ist? Los, auf die Lisa! Was geht hier? Interface entriegelt. Zum Öffnen der Tür bitte mit Terminal verbinden. Oh je, ich weiß nicht so recht. Verbindungen können gefährlich sein. Mach's, oder ich töte dich. Okay. Verbindung wird hergestellt. Sieht gut aus. Nutzer legitimiert. Angenehmen Tag noch. Ich sterbe. Cool, juckt niemanden. Ja. Ich muss einsammeln. Was gibt es eigentlich an Badass-Punkten hier noch abzustauben? Keine Ahnung. Erledige Bob, bevor er sein Flammengeschütz aufbauen kann. Also das müssen wir unbedingt hinkriegen. Betritt alle Läden im zentralen Terminal. Scheiße, hab ich nur eins gemacht. Naja, die werden ja erst nach und nach geöffnet, schätze ich mal. Nee, glaube ich nicht. Wir sind doch schon, sind wir schon im zentralen Terminal? Ja, ja, das ist jetzt ein zweiter Tag. Wo sind die Geschäfte? Wir stacken aus. Die Chef war ja vorne geschlossen, ich schätze mal die anderen auch noch. Ist Jacks Büro. So, was haben wir denn noch, was man hier beachten muss? Schnapp dir die Beute von den Bahngleisen, ja, perfekt. Springe vom Wasserfall, ja. Fütter die Fische, benutze das Aquarium in den Mannschaftsquartieren. Und drei Kult der Kammer-Symbole. Ah, oh, ich komme ja nicht mehr auf die blöde Hecke hier. Ja, man ist halt eben die Low Gravity gewohnt, aber ja. Im richtigen Leben halt. Ja, genau. Dann wiege ich auch nur 40 Kilo. Was hat denn jetzt mit der Grab? Dem linken Bein. Nur im linken Finger nur 40 Kilo. Das ist der kleine. So, oh, dann lass uns mal. Achso, wir haben einen Skillpunkt. Ja, gucke ich gerade. Marketplace 407. Ich guck dir nochmal schnell. Hast du eigentlich deinen Timer schon gestartet? Ja, hab ich schon okay. gestartet. Okay.
Ach stimmt, hier ist bestimmt auch so ein Laden. Schade, da kann man wahrscheinlich das Handy nicht rein. Sag ich ja. Also hier ist ein Hippie-Laden. Hippie-Laden? Oder? Was soll das hier sein? Ein Blumenladen. Zwei von drei. Einer, irgendein Laden da wurde gerade betreten. Wer von euch hat was betreten? Rodanus? Ich hab nichts betreten. Ich hab jetzt gerade auch zwei von drei. Vielleicht muss man einfach nur nah dran an die Tür gehen oder so. Wo ist der dritte Laden? Da. Der Hippie-Laden war das. Oh, was wir kommen. Also manche sind hier noch zu halt. Guck mal, hier sind schön Waffen drin. Lass mich rein, lass mich rein! Hier irgendwie. Der große Knarre. Komm mal zu dir. Aber zumindest für Klamotten hier, ne? Mhm. Da oben ist ein Coffeeshop. Ach, Mondstein, Mondstein. Okay, dieser Wand, dieser hier glaube ich nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Krass, hier geht's weiter. Cool. Ich geh nochmal ganz kurz lang. Straße zur Forschung. Nee, noch Mondstein. So, lass uns mal kurz dann versammeln vor Jacks Büro. Dann können wir gleich weiter. Dieses Terminal bewirkt ja gar nichts. Nein, hab ich mit 3000 Mal drauf gedrückt. Genauso wie die Müllpresse da hinten oder was das da ist. Mhm. Das ist nicht interaktiv. Oh, schade. Oder braucht noch Strom, um es freigeschalten. So, liebe Leute, bevor wir jetzt zu Jacks Büro gehen, machen wir hier natürlich den nächsten Cut. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Captain CL und Borderlands Pre-Sequel mit Rodanus und Borderlands. Macht's gut, ciao. Tschüss. Ciao.